Ich glaube, ich kann sagen, dass die Stimmung sehr gut ist. Wir freuen uns auf morgen, klar. Das haben wir uns erarbeitet über die Saison hinaus. Und ich glaube, es ist alles angerichtet, um ein ordentliches Spiel zu zeigen. Ja, ich glaube, uns erwartet eine kampfstarke Mannschaft, die uns alles abverlangen wird. Da wird es darauf ankommen, gegenzuhalten und unser Spiel durchzudrücken. Und ich bin guter Dinge, dass wir das auch so packen. Ich merke, die Mannschaft ist heiß. Ja, man muss sie vielleicht sogar ein bisschen bremsen in ihrem Eifer. Ja, morgen darf alles passieren, aber es darf morgen nicht passieren, dass wir uns in einen Schlagabtausch begeben mit Zwickau. Das ist gefährlich, weil diese Mannschaft, wie Kevin es gesagt hat, eine große Kampfkraft hat, auch offensiv qualitativ gut besetzt ist. Und ich möchte morgen das Spiel zu jedem Zeitpunkt unter Kontrolle haben. Ja, das ist wichtig, ja, dass wir uns da nicht auf so einen kleinen Infight einlassen, weil ich glaube, dann könnte es gefährlich werden. Ja, auf jeden Fall braucht man in diesen beiden Spielen eine Strategie. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Du brauchst einen Plan, wie du das angehst. Wichtig ist, dass du auch weißt, dass du nicht morgen in dem ersten Spiel alles einreißen musst, sondern dass man auch einfach geduldig ist. Ja, wir haben einen klaren Plan für morgen, denn wir haben gerade trainiert. Ja, wir haben gewisse Ideen oder ich habe Ideen, die wir umsetzen wollen. Ja, wir haben den Gegner natürlich beobachtet. Wir glauben, ja, dass wir mit unseren Qualitäten gute Möglichkeiten haben, da in gewisse Schwächen auch reinzuspielen. Ja, ich weiß, dass ich eine sehr heimstarke Mannschaft habe. Das hat sich auch in der letzten Saison bewiesen. Ja, und das gibt mir eine Menge Zuversicht für morgen. Ja, wir haben alle Mann an Bord wieder. Matze Kunz hat heute auch mit der Mannschaft trainiert. Das heißt, ich habe für morgen alle Möglichkeiten. Kevin hat es gesagt, das ist ein absolutes Highlight für jeden Fußballer, für jeden Trainer auch. Ja, das erlebst du nicht allzu oft in deiner Fußballkarriere. Unabhängig jetzt, in welcher Liga du tätig bist, man merkt es, jeder fiebert auf so ein Spiel hin. Und man sollte das auch genießen. Ja, das ist schon der Punkt morgen. Es wird eine besondere Atmosphäre sein. Es ist ein absolutes, ich sage nochmal, da dabei zu sein, einer von denen zu sein, die sich am Platz richten morgen. Ja, das ist einfach eine Top-Ausgangssituation und ich hab schon das Gefühl, dass meine Spieler das auch verinnerlicht haben und morgen einfach zeigen wollen, dass sie jetzt den ersten entscheidenden Schritt gehen wollen. Ja, was ich natürlich für morgen auch weiß, wir werden hier morgen einen 12. Mann haben. Ja, und auch das sage ich oder weiß ich seit dem Mannheim-Spiel, also da hat es mich definitiv auch gepackt, ja, weil ich weiß, die Leute hier, unsere Fans, das war einfach richtig gut, da ist was zusammengewachsen. Ja, ich bin auch verwöhnt, das gebe ich zu. Ich habe ja schließlich auch bei manchem Traditionsverein gearbeitet, gespielt. Also, aber was ich da erlebt habe, das war einfach top, ja, sich gegen die Mannheimer hier durchzusetzen. Und meine Mannschaft, glaube ich, weiß das auch. Morgen ist hier ein 12. Mann. Und dieser 12. Mann, der wird uns stützen. Dieser 12. Mann wird uns in einer schwierigen Phase, wird er uns helfen. Ja, die Leute haben hier ein super Gespür entwickelt mittlerweile. Ja, das glaube ich auch. Oder das ist zumindest bei mir angekommen. Und hier wird es morgen für Zwickau richtig schwer sein, weil wir hier auch ein gutes Heimpublikum haben. Und was gibt es denn Schöneres für eine Fußballmannschaft, morgen zu wissen, da rauszugehen. Und hier hast du eine gewisse Fangruppierung, die wie eine Wand hinter dir steht. Und das ist ein überragendes Gefühl und darauf freue ich mich auch morgen.